dort hinten ein Paul. Ja, aber ich glaube, die sind aus anderen Gründen. Und jetzt hört ihr mal die Version, die so eine Anmoderation einer seriösen Konferenz wäre. Bitteschön. Oh. Jetzt glaub, machen sie auf Ernst. Okay, jetzt müssen wir es ein bisschen seriös hier und so, ja, ne? Jetzt müssen wir uns auch ein bisschen mehr Mühe geben. Okay, ihr müsst euch einen Anzug denken oder sowas. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Leute vorne einen Anzug anhat und so. Jedem der Anwesenden klar. Weil jeder von den Anwesenden weiß, weil das Ziel ist, von der grossen Politik ist, Mehrheiten zu schaffen. Um eine Mehrheit zu schaffen. Damit man eine Mehrheit kann schaffen kann, so dann muss man mit dem Gesagten so unbestimmt bleiben, dass wirklich jeder dem vorgetragenen Wort zustimmen kann. Das professionelle Nichts sagen, das ist von der grossen Politik über Jahrhunderte zu einer Kunstform erhoben worden. Darum ist es verständlich, dass es Nichts sagen, die Leute in dem Parlament die komplette Frustration über die Bedeutungslosigkeit zum eigenen Handeln müssen loswerden. Es gibt dort verschiedene Möglichkeiten und heute wollen wir den spektakulärsten Kanal anschauen. Und darum möchte ich jetzt gerne einen Vortrag anzeigen von den Leuten, denen ich ihren Namen jetzt gerade vergessen habe. Und es geht um eine kleine Geschichte von der Parlamentsschlägerei. So was ich heute präsentiere. Worte, aber es ist so einfach. Ja, viele Worte und dabei ist es doch so einfach. Und wir ärgern uns seit mindestens 3 Jahren. Da muss man Dampf ablassen. Und da muss man halt ein bisschen Dampf ablassen. Und darum schauen wir jetzt heute einfach mal so, wie sich ein paar Parlamentarier mal so ordentlich in die Fresse hauen. Herzlich willkommen zu dieser kleinen Geschichte von Parlamentsschlägerei. Ihr kennt alle das Problem. Parlamente sind übelst langweilig. Und Action gibt es im Bundestag halt irgendwie auch nicht. Und darum haben wir mal von ein paar Mal gedacht, schauen wir uns doch mal andere Parlamente an. Und wir sind echt erstaunt gewesen, was dort alles möglich ist. So eine Schlägerei, die im Parlament, die sind nicht besonders demokratisch, aber es bringt doch künstlerisch wertvolle Bilder hervor. Also so richtig schön komponiert. Goldige Regeln und so Scheiß. Schwieg. Manchmal im goldenen Schnitt und manchmal nicht, aber immer unterhaltsam. Und aus diesem Interesse ist dann das weltweit einzige Fachblog aus Parlamentsschlägerei entstanden, den wir jetzt seit 6 Jahren führen. Hier. Jemand macht Klopfgeräusche rum. Das ist unser Blog. Die Domain steht im Frapp, die kann man dort nachschauen. Die können wir am Schluss noch einmal anzeigen. Auf diesem Blog haben wir in den letzten 6 Jahren zu 90 Parlamentsschlägereien, die wir gesammelt haben. Die letzte war erst letzte Woche in Kenia. Wir probieren mal so einen kleinen Überblick zu geben. Zuerst Theorie, langweilig, trocken. Geschichte von der Parlamentsschlägereien. Der enzyklopädische Sammelbegriff ist legislative Gewalt. Was gibt's da zu lachen? Was lacht ihr da? Das steht da wirklich drinnen. Legislative Gewalt hat eine Geschichte, die geht zurück auf die Ermordung von Julius Caesar im römischen Senat. Irgendeiner ist vor Christus, ich habe das Jahr vergessen und ich habe es verstanden. Warum gibt es überhaupt Gewalt im Parlament? Und eine von den wenigen Wissenschaftler, die sich mit dem wirklich beschäftigt haben, ist der Christopher Gandrud. Der hat eine Doktorarbeit darüber geschrieben und auch andere Sachen. Er hat angenommen, dass die folgenden Faktoren das begünstigen. Erstens, wenn Parteien unterrepräsentiert sind, zum Beispiel durch Mehrheitswahlsystem kann das passieren oder durch höhere Prozenthürden. Also das heisst, das Wahlsystem bietet nicht die realen Wahlergebnisse. Aber ein wichtiger anderer Faktor ist, ist es eine junge Demokratie? Je jünger die Demokratie ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwelche Gewalt im Parlament gibt. Sind halt die jungen Wilden, wie bei den Menschen. Hier gibt es auch schöne Schaubilder zum Thema. Es gibt so Datenpunkte, die kann man auftragen. Die erzählen uns zwar absolut gar nichts. Mehr Kontrast, okay, fair enough.
Also was man sieht, ist, dass 200-jährige Demokratie hat keine Gewalt und die Jüngeren dann schon. Und ein weiterer Faktor ist die gesellschaftliche und politische Polarisierung und Spaltung. Und je mehr Spaltung, desto mehr Schlägerei. Dann hat man auch herausgefunden, dass die vom Schlägereien vermehrt auftreten, wenn ein Krieg oder Bürgerkrieg bevorsteht. So als Vorbereitung. Eine Phase von grosser legislativer Gewalt ist die Vorkriegsphase vom amerikanischen Bürgerkrieg. Und dann haben sie sich gegenseitig erstochen und zum Duell aufgefordert. Oder mit einem Stock fast totgeschlagen. Das ist 1856 im US-Kongress. Ich möchte kurz anmerken, wenn man Bilder im Hintergrund anschaut, die Typen sind alle übelst am Lachen. Also ich finde das mega witzig, dass dort irgendjemand übelst verprügelt wird. Also, ich weiß nicht, was schliessen wir jetzt aus dem? Ist unterhaltsam. Parlamentsschlägerei. Parlamentsschlägerei, okay. Und dafür ein ordentlich eins auf den Deckel bekommen hat. Also ich habe jetzt leider verpasst, warum er eins auf den Sack gekriegt hat, aber er hat eins fett auf den Sack gekriegt. Und zwar 1950, 1950 hat ein ehemaliges NSDAP-Mitglied, fucking Nazi, auch eins in die Fresse gekriegt. Ja, weil er ein Störer und Antisemit war und dann ist er kurzerhand mal ausgeschlossen worden, ist trotzdem vom Verbot wieder auftaucht und ist dann von den SPDler rausgegangen worden. Ja, ich finde, da haben sie schon einen Applaus verdient, die SPDler. Ja, dann fair. Dumme alte Nazi. Bei diesem forcierten Abgang ist er auch noch zufälligerweise durch eine Glastür gefallen und zufälligerweise steigen runtergefallen. Sachen passieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa ist Italien lang führend. Es gibt auch Bücher über das Thema. Es gibt das eine Buch mit einem Titel Tumult in der Aula. Ah, danke. Bis heute gibt es immer noch solche Auseinandersetzungen. Also, wo wird eigentlich gekämpft? Das ist unsere Tech-Cloud zu diesem Thema. Also. Mit den Ländern, die am wo wir wirklich Parlamentsschlägerei gefunden haben, aber ist natürlich nicht repressiv. Und wissenschaftlich, wie die Achterarbeit vom Typ, hier sieht man eine Karte von einem Kampf von 1981 bis 1912. Ich kann es euch ganz schauen. Der Kontrast ist irgendwie immer noch ein bisschen mach, aber naja, es wirkt für uns. Zu dem Zeitpunkt hat es endlich Schlägerei im Parlament. Führend sind Ukraine, Türkei und Kosovo, wo auch bis heute wahrscheinlich noch vorne. Italien hat immer noch relativ gut. Verlockt sich aber auch in der Vergangenheit. Ist ein bisschen ruhiger geworden, aber ist okay. Und wer ist am Kämpfen? Wer kämpft denn eigentlich? Ja, ist eine gute Frage. Ne? Ja. Parlamentarische Gewalt ist eine Männerdomäne. Ganz, ganz klar. Und Frauen sind aktiver wie im Fußball weltweit, aber sind im Fußball halt nur 4% und im Parlament sind es dann etwa ein Viertel der Kämpfe sind Frauen involviert. Wir haben das jetzt nicht können hochrechnen, wie viele Frauen es überhaupt in dem Parlament hat und wie das korreliert, aber Kämpfen allein Frauen unter Frauen gibt es auch, zum Beispiel in Afghanistan, da passiert das relativ oft und von dem werden wir jetzt gerade ein Beispiel zeigen. An der Haar da. Ich verstand zwar kein Wort, aber hat die gerade einen Schuh ausgezogen und schreit die andere an und schmeißt ihren Schuh an. Unterhaltsam. Also, ich meine, rein von der Stimme her ist klar, dass sie sich am Anficken sind und jetzt. Ja, das geht ab. Ja, Black Friday. Stimme aus dem Hintergrund zeigen gerade, dass sie Black Friday im Mediamarkt. Ich würde dem absolut zustimmen. Ja, das ist jetzt doch zuerst noch ein bisschen zahmt. Ja, okay. Ja, am Schwarzen Freitag im Fuscht. Aber ich glaube, die kämpfen noch ein bisschen härter. Ja, also es gibt verschiedene Typen. Die Frage ist natürlich, was ist im Parlament vorhanden? Wasser ist natürlich immer gut. Ist immer da. Ja, hat man. Kann man brauchen. Wir empfehlen Apro. Oder ein Budget. Ich meine, wenn es zum Gegner anschmeißen willst, nimmst du ein Budget. Oder vielleicht Privat. Und das ist jetzt eine Szene aus dem georgischen Parlament. Oh, stilvoll, zuerst 90 Glas. Und der andere wird gekonnt ab mit den Dokumenten und probiert dann das Telefon anzuschmeißen, was eher schlecht funktioniert wegen Telefonkabel. Alles gut. Zürich-Deutsch übernimmt. So. Oh nein. Muss ich jetzt ein bisschen FCB pushen?
Man kann aber auch Akten und Papiere einsetzen, das ist nämlich auch ziemlich verbreitet. Und in Kenia sieht man das sehr effektiv, wie sie da mit Akten um sich werfen. Es ist mäßig effektiv, aber hey, man hat Papier, kann man schmeißen. Ja. Klassische Kategorie, Boxen, Hauen, klassisches Mittel, auch in der Parlamentsschlägerei kommt in drei Viertel von allen Auseinandersetzungen vor. Und in Bolivien sieht man das sehr eindrucksvoll. Oh ja, das sieht aus, das sieht schon ein bisschen mehr aus wie ein Cagefight und Papier sieht man auch noch im Hintergrund. Wasser? Und genau, Wasser ja. Auch. Alles, mit allem. Und improvisierte Wasserwerfer. Tritt auch und einer geht zu Boden, aber er steht wieder auf und es geht weiter und nein, er geht zu Boden und sie hauen sich gegenseitig. Voll auf den Rücken. Oder wie es beim Money Matter heisst, zwei Boxer im Ring, gehen lang auf den Ring. Oh, scheiße, jetzt müssen wir auch noch GEMA-Gebühren zahlen. Oh nein. Sorry, ich nehme es zurück. Sollen Sie es mit der Suisse ausdiskutieren? Ah ja, stimmt, es ist eine Schweizer Musik. Also. Ja, genau. Aber die Einzigen, die nicht hauen, sind die in Uniform. Wie langweilig. Ja. Sehr uncharakteristisch. Ginken kann man auch. Aha. Ginke. Nichts shooten, Ginke. Ginke. Definitiv Ginke. Ja, oder? Ja. Und wenn schon was shooten. auf den Tisch. Es sieht fast aus, als ob er am Tanzen wäre. Ich genau, ja. Leider verpasst worden. Das ist Somalia. Ach, egal. Stehen, nicht in der Schweiz. In den Tumult von erhöhter Gumpe. Gumpe, ja. Wie ein Catcher. Man kann auch wie ein Fango springen. Ich weiß noch nicht, was der Türkei bringt diese Disziplin echt zur Perfektion. Und der eine aus der Türkei hat das echt zur Perfektion getrieben. Parkour-Style. Voll drin. Genau, Stage dive. Ja. Wow. Nice. Geht voll ab. Also was mir noch ein bisschen fehlt, ist das Schwingen. Ja, also. Brauchen wir wohl eine Schweizer Parlamentsszene, die das vormacht. Ja. Wobei ich mir auch vorstellen kann mit... wie heisst das eigentlich schon wieder? Wo sie das Zeug werfen? Nein, der Sport. Aus, come on. Hornussen. Dankeschön. Mit diesen Instrumenten was? Könntest du auch noch gut reingehen. Hornussen. Okay. Ja. Sagt mir nichts. Das ist echt ein Schweizer. Aber das sieht man halt. Zürcher. Genau, ja. Nein, im Schweizer Parlament gibt es das natürlich nicht. Wir haben eine aktive Neutralitätspolitik. Und Festhalten gehören auch dazu. Bei der folgenden Szene aus Mazedonien sehen wir allerdings keine Bündner passiert ist vielleicht irgendwas mit Bündner Fleisch. Ah ja, genau, ja. Also Bübü Bündner Fleisch, tatsächlich. Ja. Oh, der hat einen guten Griff angewendet. Ja. So kann es gehen, wenn man ein Free Hugs T-Shirt mit ins Parlament nimmt. Ja. Aber ich habe eher das Gefühl, der hat ein Hugs nur für die andere Partei T-Shirt angehabt. Das war vielleicht noch eine schlechtere Idee. Also ich meine, als Free SP Hugs except SVP, okay. Ja, oder umgekehrt, nur für die SVP. Und dann fühlen die sich wahrscheinlich, hey, hast du das Gefühl, wir sind schwul. Ja, genau. Ohrfeige. Ohrfeige? Okay. Klassiker, die Klapfe. Und zwar hier im Beispiel das Parlament in Argentinien. Das sieht mir jetzt hier in Argentinien sehr schön. Sie sind noch am Diskutieren. Sie schaut ihn an, aber er ignoriert sie. Ja. Wow, voll auf die Nase. Okay. Ja. Und er klatscht noch. Es ist so schön ausgeführt gesehen, dass er sie dafür gelobt hat. Wenn man so einen schönen Klapp sieht, dann muss man... Auch? Ja, genau, ja. Wundervoll. Nur einmal in unserer Sammlung aufgetaucht. Geibere. Ja, Branspucken. Macht man nur einisch. Oder? Also einmal in ihrer Sammlung gibt es nur einisch. Oh, muss man anschauen. Sie haben es nett markiert. So, Achtung. Target locked. Ja, nein, sie hat es schon gemacht. Sie hat es schon gemacht. Und bam! An zwei Leuten vorbei, das ist schon, da muss man schon gut sein. Genau, ja, das ist so fast so wie Judo, wie World Trade 7 Plaza 7. An zwei andere Gebäude vorbei und sie ist trotzdem eingestürzt.
Mädels geht zum Judo. Oh, wunderschön! Das ist jetzt so richtig schwingen gegangen. Ja, so haben wir es gern. Ja. Also, ich meine, aber ich glaube, sind das die Japaner gesehen? Würde natürlich passen. In jedem 20. Kampf, in jedem 20. Kampf wird gewürgt. Ja. Die allerdings schönste Szene ist hier aus der Ukraine. In der Ukraine haben sie aber die schönste Szene gefunden. Why you little... Oh! Oh! Fair bitch. Ja, also das ist klassische Technik gesehen. Das ist, ich meine, wie im Lehrbuch. Ja, mit der Einrichtung okay. Kann man natürlich auch kämpfen. Das erklärt die ganzen Warnkleber, die es unterdessen drauf hat. Ja. Den wohl härtesten Kampf, den wir gefunden haben, hat sich ein indisches Regionalparlament geliefert. Das ist im, in einem indischen Regionalparlament. Also das sind diese Ständer hier. So, und da schmeißen sie mit irgendwelchen Ständern. Ja, so. Ja. Mikrofonständer. Was man zu finden, was so weit. Aha. Ja. Bei den Leuten schmeißen. Ja, aber ich glaube, das Kate gefällt nicht unter Einrichtungsgegenstand. Genau, ja. Personal, denk. Ich meine, ja, ob jetzt Personal zum Inventar gehört, kann man sich drüber schreiten. Aber ich hätte jetzt gesagt, das fällt unter menschliche Waffen. Ja, im Badmantel kann man halt keine Waffe verstecken. Dann muss man das nehmen, was man dort findet. Was hast du für einen Badmantel, dass du dort keine Waffe kannst verstecken? Es hat viel Platz, es ist locker. Es ist flauschig. Kein Kommentar. Okay. Zu wenig Badmantel an. Und damit meine ich, ich habe immer eine Waffe unter dem Badmantel. Ja, defensiver Eindruck. Wie die Deutschen immer drauf kommen, dass da Sexualwitz rum sind, Herr Experte. Ja, ja. Mit Unterdruck kennst du die Deutschen ja eh. Das haben wir am CCC jetzt genug oft gesehen, gell? Zum Beispiel das Parlament damit verbarrikadieren. Man kann das Parlament auch verbarrikadieren mit der Einrichtung und mit dem Wasser? Also man muss aber nicht nur die Sachen nutzen, die schon da sind. Man kann auch Gegenstände mitbringen. Man kann auch Sachen mitbringen. Klassiker, man muss Eier, ne? Bei Demonstrationen kennt man es ja. Eier sind dort ein Klassiker. Kann man einem bei Demos und im Parlament einsetzen. Wie er jetzt auch in der Ukraine mit einem Beispiel. Bekanntschaft mit ihnen machte. Wo der Premierminister zum ersten Mal Bekanntschaft macht mit Eier. Ja. Und so. Ein Schirm. Geile Sieg. Ja, das hat auch Stil. Schirm, Scham genau und Melone. So ja. Beziehungsweise Schirm, Scham und Eier. Rauchbomben und Tränengas. Okay, perfekt. Das ist Eskalieren von Eier zu Rauchbomben. Take the fight to them, oder? Also ja, gut, das hat etwas. Aus dem Kosovo ist auch dieses Video. Das ist jetzt aus dem Kosovo. Okay. Er hat eine geile fucking Perücke. Es ist jetzt Geschäft wie üblich, wenn man keinen Bock drauf hat, im Parlament weiter zu diskutieren, dass man einfach Tränengas abplott. Ja, ja, bla bla, Kosovo-Geschichte, bla die bla. Viel spannender, was die machen. Waterbottles being hurled outside the chamber. Police clashed with protesters. Nein, Wasserflaschen. Genau, ja. Wenn das alles noch nicht reicht, der bringt dann halt Waffen ja, mit. Ja, wenn das alles nicht reicht, dann nimmt man halt Waffen mit. In den letzten Jahren waren Waffen ist ein bisschen stillos, würde ich jetzt sagen. Also ich meine, das Ganze geht ja darum, dass man ein bisschen Spass hat im Parlament, oder? Und also sind durch das SG5, und das ist natürlich okay. Also ja, okay. Das hat eh schon jeder die High, also es ist... Nein. Ja. Oder die Offizierspistole. Was? The incident happened after a fierce debate over government policy. Was hat der Netz dabei? Oh, ein Acker. Ah, nein, stilos.
Also Zig P226 hätte ich okay gefunden. Oder natürlich ein Sackmesser, oder? Ja, ich meine, ja, okay. Ja, Sackmesser. Genau, ja. Aber das zählt nicht als Waffe. Das ist Werkzeug. Ja, okay, genau. Rechts geht gleich. Das waren die verschiedenen Arten, die wir identifiziert haben. Und jetzt kommen wir zu den... Krass. Mhm. Oh. Jetzt gibt's noch einen. Okay. Jetzt gibt's noch einen Pokal. Kampfpreis. Bester Newcomer. Den beste Neuling. Ja. Ist ganz klar Türkei mit 3 Kämpfen in 3 Wochen das Jahr. Und das hat noch kein Land geschafft. Das hat noch keine Ahnung. Außer vielleicht Ukraine. Aber wer weiß das schon. Der ungewöhnlichste Gegenstand geht an Nigerianis Lokalparlament. Achtet auf den Mann, der gleich unten links ins Bild rennt. Achtet euch mal auf den, der unten links reinrennt. Das wird jetzt auch sehen. Nicht den. Noch nicht der. Der. Ist das ein Zepter gewesen? Hat so ausgesehen wie irgendwie eine Büste mit Podest oder so. Der Preis für die meisten Kämpfe in Talkshows. Der Preis für die meisten Kämpfe in Talkshows kommt mit 4 Stück seit 2008 nach Georgien. Ja, schon wieder Wasser und. Und wieder Wasser und. Okay, Glas gut. Und. Jetzt haben wir es. Alles, was auf dem Tisch gelegen ist, ist benutzt. Ja, okay. Alte! Mhm. Oh nein, 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 Schasse! Komm herum! Ja, nein, nein, nein. Der beste Trick 2016 geht in die Ukraine. Was macht er? Ein Blumenstrauß, sehr schön. Und dann einfach auf die Seite. Ah, der Messi unglüpft und wegdreht. Oh, aber jetzt. Ja, unten. Ja, gut, also, wenn du so dumm tust. Kollegen klopfen ihm auf die Schultern und gratulieren. Ja. Ich meine, es ist nicht jeden Tag, dass man so eine Liebeserklärung und ein Coming-out gleichzeitig im Parlament sieht. Ja, also bei diesem Griff eindeutig. Genau, ja. Schauen, ob alles dort ist und funktioniert gerade auch noch. Das ist, glaube ich, auch die Ukraine. Gelb-blau, oder? Das ist die Ukraine. Also von der Schirm her sieht es eher aus wie England. Die haben ja schon 2 gehabt. Ja. Das ist kein Pong, das sind Abstimmungen. Aha, das ist kein Pong, okay. Das sind Abstimmungen gesehen. Ja. Oh, blau, gell, das ist doch Ukraine. Ja, okay. Ja, aber es ist definitiv nicht Schweden. Das wüssten wir, die Schweden kennen wir gut. Wir werden schon genau, die ganze Zeit mit ihnen verwechseln. Genau, ja. Bloß, ich meine, kein IKEA-Möbel, also... Ja, es hat auch keine IKEA mehr, das ist ein guter Punkt. Kann man die werfen? Natürlich! Und Waffen! Die Tomaten hat es auch schon eingebaut. Ja, siehst du, Ukraine, ja. Okay. Aber also zu Schweden muss man natürlich noch sagen, natürlich wie kann Thaler ein Lied Svens, ja. Weil wir als Schweizer natürlich die ganze Zeit damit verwechselt werden. Ist das der Preis für den Ungarn? Oh, nein, schön. Der Preis für das beste Duell, hä? Ja. 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 Gute Dramaturgie. Die Kamera ist immer noch dran, schön. Und? Ja, nein, also du willst ja nicht dazwischen gehen, das willst du ja einfach sehen. Der Punktrichter genau, ja. Ist dazwischen. Oh. Ja, genau, also ja. Ein Take, das ist schon gute Arbeit. Der Preis für die meisten Kämpfe
geht mit 15 seit 2008. Die meisten Kämpfe mit 15 seit 2008 Ukraine. Hat auch die Ukraine. Oh! Also der eine sieht aus, als ob nur ein bisschen durchgeschüttelt wird, aber jetzt geht's ab. Der Klitschko greift irgendwie nie ein, leider. Der Klitschko hat... ja, dann wäre es gerade vorbei, oder? Ja, wenn ich, also, wobei ich habe den schon gesehen. Ich habe das Gefühl, ich habe den schon mal im parlamentarischen Kampf gesehen. Könnte sein, dass die beiden auf der Bühne das nicht so genau untersucht haben. Okay, ja. Das war's von uns. Das ist und das wär's jetzt auch schon gesehen. Das ist unsere Domain. Vielen Dank. Ja. Ja. Also, so. Ich meine, ich kann Walliser auch einfach das Mikrofon hin. Wir sind auf euch angewiesen. Schickt uns Kämpfe. Und jetzt viel Spaß beim Trinken. Ja, also, von der Parlamentsschlägerei wünscht das Team auf der Bühne good fight and good night. Und neben mir gibt es da gerade Schichtwechsel. Ein echter ja, Südschweizer, ein Walliser ist da hingekommen. Walliser ist bekannt für das Walliser Raclette. Achtung, nicht verwechseln mit Raclette. Das soll er erklären, also gut. Wallis.